So. Ein Goblin in Ferdok. Ich musste zwar erst ein paar Hindernisse überwinden, aber es ist Quark erst einmal sicher in meinem Anwesen untergebracht. Ich habe Baladarken später davon überzeugen können, dass ich dafür sorgen kann, dass es keine Schwierigkeiten mit Quark geben wird. Okay. Dann wieder in die Grafenstadt und jetzt in die Grafenresidenz. Mann, Mann, Mann. Aber schon Geld für mich hat. Nee, das gucken wir das nächste Mal, wenn wir wieder in der Stadt sind, wenn wir sie mal verlassen haben. So, was hat die Bug denn für uns? Schön, dass ihr kommt. Ich habe schon ungeduldig auf euch gewartet. Spieß Effing hat uns ausgerichtet, dass er etwas mit uns zu besprechen hat. Was ist geschehen? Vito Niceback ist leider entkommen. Oh. Wie ist das möglich? Euer Karre ist doch sicher und gut Wir bewacht. können es uns nicht erklären. Gestern Abend saß er in seiner Zelle und heute Morgen war die Zelle leer. Den Wachmännern ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Das klingt, als wäre Magie im Spiel Ja, gewesen. vermutlich habt ihr recht. Außerdem hat letzte Nacht jemand versucht, in das Lagerhaus der Nicebacks im Ugdanhafen einzubrechen. Praios sei Dank, dass der Wächter, den ich dort postiert habe, den Einbruchsversuch rechtzeitig entdeckt hat und ihn erfolgreich vereiteln konnte. Das hört sich so an, als ob sich dort etwas Wichtiges befinden Das würde. habe ich auch gedacht. Deshalb habe ich das Lagerhaus noch einmal gründlich untersuchen lassen, ohne jedoch etwas Auffälliges zu finden. Da ihr schon bei der Suche nach Wackernagel euer Geschick bewiesen habt, halte ich es für die beste Lösung, wenn ihr euch auch dieses Problems annehmen würdet. Wir sind euch selbstverständlich gern zu Diensten. Am besten, ich beginne meine Suche direkt im Lagerhaus. Irgendetwas muss dort versteckt sein. Dann wünsche ich euch bei eurer Aufgabe viel Erfolg. Vielen Dank. Na, hoffentlich lässt er mich dann auch rein. Sprich, suche die Vogt hinauf. Ich habe mit Dariana gesprochen. Jagd auf Vito Niceback. Vogtin Dariana hat mir berichtet, dass Vito Niceback unter mysteriösen Umständen aus dem Kerker entfliehen konnte. Wahrscheinlich hat Rando ihn befreit. Ich habe ihr versprochen, mich der Angelegenheit anzunehmen. Dariana hat mir geraten, das Nicebacksche Lagerhaus auf Hinweisen zum Verbleib von Vito Niceback zu untersuchen. Ich sollte mich dort mal gründlich umsehen. Ja. Ugdanhafen, dann aber erst einmal mit Dilbrak reden und seine Waren ansehen. Dazu bin ich nämlich gar nicht mehr gekommen. Bios. Ugdanhafen ist da drüben lang. So, der Störebrandhändler sollte nichts Besonderes haben. Ich will zu Dilbrak. Die beiden haben wahrscheinlich auch nichts mehr zu erzählen. Nichts weiter, okay. Ja, zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Genau. Genau, er hat Brandbolzen.
Geschwärzter Schulterpanzer. Da hast du aber, glaube ich, schon besseren, oder? Ja. Und das Hemd ist nicht schlecht. Aber ja, Robe der Astralkraft, das ist schon mal, ist eigentlich besser. Und ich glaube, für dich ist das auch nicht so. Nee, nicht wirklich. Brandbolzen sind das einzig Wichtige. Und wenn wir dann mal nachgucken, Brandbolzen. Genau, brauchen Fussel. Alkohol, Feuermoos und Bolzen. Also, um normale Bolzen in Brandbolzen zu verwandeln. Okay, dann ab ins Nicebeck-Lagerhaus. Übrigens, die tolle Nussschale da treibt immer noch darum. Halt! Wir sind von der Vogt im Beauftragt, im Lagerhaus Untersuchungen durchzuführen. Ach, ihr seid das! Ich hab euch gar nicht erkannt. Wartet, ich lass euch hinein. Okay. Seht euch nur dieses Durcheinander an. Wie soll man denn da etwas finden? Ich glaube auch, das wird kein leichtes Unterfangen. Hey, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nicebecks hier etwas offen herumliegen lassen haben, das die Stadtwache übersehen hat. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Geheimversteck. Das ist gut möglich. Dann lasst uns mal nachsehen, ob wir etwas finden. Ja. Es hat gerade etwas hinter uns geklickt. Hinter uns. Hier sind Truhen, aber die werden wahrscheinlich leer sein. Rauschkraut. Voronswein. Oder eine Notiz von Nicebeck. Okay. Lesen. Vito, erinnere dich daran, unseren Verbindungsmann B aufzusuchen, wenn du nach Talon kommen solltest. Ulvine. Ja. Jagd auf Vito Nicebeck. Wotin Dariana hat mir berichtet, dass Vito Nicebeck unter mysteriösen Umständen aus dem Kerker entfliehen konnte. Ich habe mir versprochen, mich der Angelegenheit anzunehmen. Ich habe mich im Lagerhaus der Nicebecks umgesehen. In einem Geheimversteck habe ich einen Brief gefunden, der darauf schließen lässt, dass Vito Nicebeck nach Talon geflohen ist. Ich habe im Nicebeck Lagerhaus in einem Geheimversteck einen Zettel von Olivine Nicebeck gefunden, in dem ein Verbindungsmann mit dem Namen B erwähnt wird. Ich sollte dorthin reisen und mich umhören. Vielleicht kann mir der Hauptmann weiterhelfen. Rauschkraut und Boronswein. Ich habe im Lagerhaus der Nicebecks in einem Geheimversteck eine Flasche Boronswein und ein Paket mit Rauschkraut entdeckt. Es sieht so aus, als ob die Nicebecks noch in weitere illegale Aktivitäten verstrickt sind. Informiere die Vogtin. Ich sollte Vogtin Dariane über die Fund des Boronsweins und des Rauschkrauts informieren. Bei Rauschkraut oder auch schwarzer Pfeffer genannt, handelt es sich um die getrockneten Blätter des Zitaber, welches den Raucher des Krautes in einen Rauschzustand versetzt. Wer hätte das gedacht? Boronswein. Boronswein oder auch Elfenbeintraum ist ein flüssiges Rauschmittel. Okay. Sonst
gibt es hier wahrscheinlich nichts mehr. Bin auch lustig, wie der Kerzenständer einfach mal so... Okay, er leuchtet nicht mehr, deswegen sehen die Texturen auf ihm so komisch aus. Und ja, das hat diese Kiste hier verschoben. Hm. Gut, das heißt wieder zur Vogtin. Dann nach Talon. Okay. Grafenstadt ist da daneben. Und da wollen wir ja auch hin, in die Grafenstadt. Also bis jetzt allgemein ist diese Mod sehr interessant von der Story her. Vor allem, weil ich die Story noch nicht begriffen habe. Es sind halt irgendwelche Verkettungen von Ereignissen, die wir noch nicht ganz verstehen. Da drüben. Ich meine, wir könnten jetzt die Vermutung anstellen, dass wer auch immer Vito Niceback befreit hat, wahrscheinlich mit dem Einäugigen, oder es ist der Einäugige sogar selber, unter einer Decke steckt. Ihr seid zurück. Konntet ihr schon etwas herausfinden? Ja, ich habe im Lagerhaus der Nicebacks diese Flasche Boronswein und dieses Päckchen mit Rauschkraut gefunden. Boronswein und Rauschkraut. Ich hätte mir denken können, dass die Nicebacks dabei ihre Finger im Spiel hatten. Ihr müsst wissen, dass wir schon länger den Verdacht hegen, dass Ferdok als Umschlagplatz für einen ausgiebigen Rauschmittelschmuggel dient. Euer Fund beweist, dass wir mit unserer Annahme recht hatten. Wenn ihr möchtet, kann ich der Sache nachgehen. Danke für euer Angebot, aber das ist im Moment nicht nötig. Ich werde Hauptfrau Dorkenschmied beauftragen, die Angelegenheit zu untersuchen. Versucht ihr weiterhin, Nito Niceback zu ergreifen. Sobald er wieder in Gewahrsam ist, können wir vielleicht Informationen über den Schmuggel von ihm erfahren. Solltet ihr dann keine weiteren Verpflichtungen haben, komme ich gerne auf euer Angebot zurück. Wie ihr meint, ich mache mich wieder auf den Weg. Rauschkraut und Boronswein aktualisiert. Also das ist noch nicht mal fertig. Die Spur führt nach Talon. Also als nächstes geht's nach Talon. Der Ausgang wäre einfach hier runter durchs Südtor. So, die Leute hier haben nichts Neues. Dann mal ab nach Talon. Blutberge, Moorbrücker Sümpfe ist noch alles gesperrt. Burg Grimzahn auch. Morolosch könnten wir noch, aber in Morolosch gibt es ja im Augenblick nichts. Stimmt, man reist an Avestreu vorbei.